Hallo und willkommen zurück zu Freedom Fighters. Okay, weiter geht's. Das Kino. Nimm das alte Kino ein. Die Sowjets halten dort zeitweilig Gefangene, bevor sie sie in Lager in Alaska stecken. Zerstöre auch den Landeplatz, um die Zahl der Einheiten, die das Kraftwerk bewachen, zu verringern. Alles klar. Ja, eher jetzt unwichtig, weil das Kraftwerk haben wir schon in die Luft gejagt, oder besser gesagt eingenommen. Allerdings sollen hier Gefangene sein. Da bin ich mal gespannt, wo ich die finde. Nicht das Auto, ihn da! Antreten! Ich muss jetzt! Okay, ich bin auf deiner Seite. Genau, und ihr seht schon oben, 6 Leute haben wir schon mal. Ist schon mal die Hälfte. Die halbe Miete. Mal kurz gucken, wo wir da sind. Da hoch, blablabla. Okay. Ihr habt keine Chance, gebt auf! So, lang Muni aufgesammelt, bin ich wieder voll. Dann nehmen wir die Jungs erstmal ein hier. Ah, Attacke. Auf ihren Standort. Ivan wird staubfest. Sieh ihn nicht. Da ist auch keiner mehr da. Zack, zack, noch ein bisschen Money. Neu gruppieren, tun wir's. Ah, da hinten sehe ich schon mal ein paar mehr Kameraden. Wunderbar. Hierher. Es wird Zeit. Hier los entlang. Jetzt. Okay, los gehen jetzt. Wir. In Ordnung. Nach. Klare Wohin? Sache. Rechne mit mir. Alle mitkommen. So, als erstes natürlich zum Landeplatz. Da, wenn ich das Kino nämlich einnehme, dann kann man den Landeplatz nämlich nicht mehr sprengen. Mach ich das mal. Ah, wir sind aber auf dem richtigen Wege. Sieht zumindest so aus. Au. Noch mehr Leute, aber das bringt mir jetzt nichts. Wir sind ja schon voll. Allerdings hier nochmal ein Medikit reingepfiffen. Zack. Wir werden beschossen. So, ja, alles klar, da sind wir. Jetzt hör erstmal ein Fass ab. Du fliegst auch erstmal weg. Nein, ich bin tot. Nein, scheiße. Fuck. Ja, so läuft es auf jeden Fall nicht. Aber egal. Shit.
Neu gruppieren, okay. Vorwärts, Tempo. Von denen da habe ich nichts, also von da, ich denke, ich renne einfach mal weiter. Neu gruppieren, nee, nee, nee. Hier alle. Nicht kämpfen, hier. Abzug, alle Mann. Los jetzt, mir nach. Okay, los, ich bin jetzt dabei. Richtig. Weg. Los jetzt. Klare Sache. Rechne mit mir. Ah shit, die hat auch einen Revolver. Na, ist egal. Kann ich die andere auch gleich mitnehmen? Ich dachte mir eigentlich, nimmst du jetzt die mit der Knarre nicht mit. Weil da hinten sind ja noch ein paar Kameraden von uns. Die haben nämlich alle Kalaschnikows. Natürlich besser als mit einer Knarre rumzurennen. Rückzug, kommt schon! Schon auf dem Weg. So, jetzt aber nochmal. Diesmal richtig, ohne an Selbstmord zu denken. Runter mit dir. Von wo aus schießen Sie? Ich denke von da unten. Also der Fallschaden ist ja doch schon extrem, muss man schon sagen. Wobei das waren jetzt bestimmt, keine Ahnung, 10 Meter. Ich denke, da knackst man sich doch schon irgendwas. Stirb doch. So. Okay, und damit haben wir jetzt den Landeluftplatz erreicht hier, den Landeplatz. Machen wir natürlich gleich kaputt. Wo sind die Gefangenen? Ich will wissen, wo die Gefangenen sind. Molotovs, habe ich alles voll. Okay. So. Okay, wir müssen auf jeden Fall ins Kino rein. Aber ich meine hier, guck mal da. Ich meine, da sind vielleicht Gefangene oder so. Achso, ich verstehe, da kommt man sowieso nicht rein. Muss man so rumlaufen. Boah, ich mähe die richtig um. Aber meine Kollegen sind ja auch nicht schlecht. Ich sag mal, viel hilft viel. Ja, dann schießt zurück. Ich denke, da haben die nichts gegen. Gehen wir. Mir nach, Team. Los. Ach so, alles klar. Okay. Hier waren wir schon gewesen. So, das ist keine Muni mehr. Oh Gott. Hierher zurück, tun wir's. Ich gebe dir Deckung auf 6 Uhr. Oh, da wird schon fleißig gekämpft.
überall Kameraden, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle einsetzen soll. Am besten so. Los, knallt sie ab. Eliminiert sie! So. Gäbe es hier nicht irgendwelche Verletzten, dann hätten wir gleich einen siebten Kollegen zur Verfügung. Rückzug, Team! Direkt hinter dir! Ach, hier, guck an. Sie hier. Und ich glaube, sie hat einen Revolver gehabt. Genau, dann nehme ich mir natürlich einen anderen mit. Einen mit so einer Pumpe hier. Ich glaube, das kann nicht verkehrt sein. Gehen wir. Verpasst ihnen einen Dämpfer! Neu gruppieren, Truppe! Los jetzt! Nö, keine Verletzten. Hm. Hier. Danke, das geht schon wieder. Findet den Feind! Ich sehe ihn! Erkundet die Gegend vor uns. Gruppieren! Ja, ich gebe die Was haben wir hier? Lange Schrotflinte? Okay. Oh, das warst du? Okay, Entschuldigung. Aber hier sind keine Gefangenen, also ich weiß nicht, wovon ihr da redet. Ich habe keine gefunden. Vielleicht hier unten? Ja. Ja, Leute, ich will da natürlich alles finden, ne? Das ist ich meine, da war ich noch nicht. Ich bin hier so rum. Da lang, irgendwie. Ach, shit, egal. Ich denke, da war ich schon. Oder einen Augenblick, ich guck noch mal kurz nach. So. Nimm das alte Kino ein. Die Sowjets halten dort zeitweilig Gefangene, bevor sie in die Lager in Alaska stecken können. Zerstöre auch den Landeplatz, um die Zahl der Einheiten auf das Kraftwerk zu verringern. Okay, hier steht aber nichts mit, rette die Gefangenen. Also von daher ist das egal. Und ich glaube, Verletzte gelten nicht als Gefangene. Hierher zurück! Los, los, los! Abbruch! Los doch! Komm her, Junge! So, haben wir. Es fehlt nur noch die Flagge. Und dann machen wir uns auf in das nächste Gebiet. Alle, ja. Wunderbar, ab zur Rebellenbasis. Es gibt aktuelle News zum Kampf gegen die Rebellen. Soeben wurde ein Rebellenversteck erfolgreich von unseren Truppen eingenommen. Der Kopf der Gruppe war offenbar einer der wichtigsten Anführer der Untergrundbewegung und kein geringerer als der Bruder des mutmaßlichen Freiheitsphantoms. Wir wissen nun, dass es sich beim Phantom um den 32 Jahre alten Klempner Christopher Stone handelt.
Nach einer kurzen Befragung durch unseren Nachrichtendienst gab der Bruder Troystone zu, an vielen Verbrechen dieser Rebellengruppe beteiligt zu sein. Troystone hat zugestimmt, jetzt seinen Bruder zu bitten, weiteren Terrorismus einzustellen. Wir schalten live zur Pressekonferenz in der City Hall. Bürger von New York! Ein dunkles Kapitel der Geschichte nähert sich seinem Ende. Hier steht der Bruder des Freiheitsphantoms mit der dringenden Bitte an ihn, dass dieser nicht mehr kämpfen möge. Mein Bruder und ich langweilten uns und wurden schon in jungen Jahren Verbrecher. Uns fehlten eine starke Hand und Ideale. Nur Videospiele die ganze Nacht durch. Das System, in dem wir aufwuchsen, ließ uns im Stich. Aber es ist nie zu spät, ehrlich zu reden. Also für mich und das neue System. Ich bitte dich, stell deine Aktivitäten ein. Stell dich den Behörden und sie behandeln dich fair. Die Sowjetregierung gibt ihr Ehrenwort. Chris, bitte tu, was sie verlangen. Es ist offensichtlich, dass unsere heroische Sowjetarmee... Das war alles Lüge! Die haben mich gezwungen, Chris! Glaub ihrer Propaganda nicht! Kämpfe weiter! Für die Freiheit! Fuck, das ist natürlich sein Ende. Nun zum Wetter von morgen. Ich höre, es wird kälter, Genossin Iljana. Ja, das ist natürlich nicht gut. Haben sie unseren Bruder wieder mal gefangen? Hat's aber auch irgendwie nicht drauf. Ah, Leute, und guckt mal, ihr seht schon, wir werden immer mehr Freiheitskämpfer. Unser Versteck ist langsam voll. Kein Platz mehr. Aber ich find's geil, dadurch sieht man, dass was passiert. Ach, guckt's euch mal an. Hat was. Deine Arbeit bei der Kommandozentrale wird gegen weitere Vorstöße der Sowjets nützlich sein. Ganz ausgezeichnet. Tja, nun keine wirklich guten Nachrichten, Jones. Sag ihm schon, was passiert ist. Wir sitzen in der Klemme. Es tut mir leid, dir das zu sagen, Chris. Aber dein Bruder ist tot. Kurz nach seinem Fernsehauftritt wurde er nach Governors Island gebracht. Wir haben erfahren, dass General Tatarin ihn persönlich exekutiert hat. Man sagt, er sei wie ein Mann gestorben, ohne Wimmern oder Tränen. Ich weiß, dass es schmerzhaft ist, aber du kannst stolz auf ihn sein. Mann, ich ertrag das nicht. Tatarin wird für Treus Tod bezahlen. Er wird bereuen, je einen Fuß auf New Yorker Boden gesetzt zu haben. Ich schlage vor, wir bekämpfen sie mit allem, was wir haben und... Bax? Chris, es tut mir leid. Ich weiß, dass es schmerzt, aber wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Wir wollen nichts Irrationales tun. Ich habe bei dieser Sache ein ungutes Gefühl. Ja, nun. Du musst verstehen, dass das Einzige, was die sowjetische Taktik noch stören kann, ein Attentat auf Tatarin ist. Das würde Chaos in den sowjetischen Reihen verbreiten und einem vereinten Widerstand Tür und Tor öffnen. Was für ein brillanter Plan, Jones. Was sollen wir machen? Uns selbst auf einen Cocktail einladen und etwas Cyanid in seinen Wodka mischen? Wir werden unglaubliche Feuerkraft brauchen, um ihn auszulöschen. Dieser Typ überwacht jede Ratte und jede Kakerlake auf der Insel. Jones könnte recht haben. Wenn es uns gelingen würde, Tatarin auszuschalten, könnte das den Wendepunkt für unsere Sache bedeuten. Lasst uns die Informationen nochmals prüfen. Es muss einen Weg geben, ihn zu erwischen. Nach dem gestrigen Angriff auf Ihre Einrichtungen werden Sie sicherlich Gesellschaft erwarten. Das muss ein einwandfreier Treffer werden. Wir können uns keine Verluste mehr leisten. Ich fürchte, das ist eine Ein-Mann-Operation. Oder eine Zwei-Mann-Operation. Ich weiß, dass das etwas Persönliches ist, Chris, aber wenn du mich brauchen solltest, werde ich mit dir gehen, Kumpel. Bring mir Tatarin und seine Jungs, ich habe massenhaft Kugeln für sie. Ich stimme mit Isabella überein. Diese Mission braucht Stärke. Keine ungeschickte Tapferkeit. In der Waffengalerie findest du ein Scharfschützengewehr, Chris. Ich besorge dir ein Ruderboot zur Insel.
Jawohl. Alles klar, Leute. Allerdings das erst in der nächsten Folge. Da werden wir auf jeden Fall Rache üben für den Tod an unseren Bruder. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.